Hallihallo, Hallöchen und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Alien-verseuchten Folge Dead Space. Ich heiße euch wie immer recht herzlich willkommen und bedanke mich fürs Reinschalten in die letzte Folge, beziehungsweise auch fürs Bewerten natürlich. Wir machen hier weiter, wir müssen drei Kanonen kalibrieren. Dafür müssen wir hier raus, denn die Kanonen müssen kalibriert werden, damit die Meteoroiden nicht auf unser schönes Abbauschiff... Ach du Scheiße. Nicht auf unser schönes Abbauschiff fliegen... Hüllenidentik. Was? Oh oh. Alter, oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Ist das hier schon eine Kanone? Ah, okay. Ja, und wie mache ich das? Oh Gott, ich hasse dieses Fliegen in der Schwerelosigkeit. Ah, okay. Nein. Okay, so kann ich Meteoroiden zerballern. Okay. Das ist ja ganz geil eigentlich. Zerstöre die Kanone. Ja, nice. Automatische Zielerfassung online. Okay, immerhin. So, hier gibt's Energie? Sauerstoff? Ja, nice. Okay, wir müssen zur nächsten Waffe. Da ist die nächste. Gibt's hier auch irgendwo Energie? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Hüllenintegrität beeinträchtigt. Was heißt denn Hüllenidentität? System wird synchronisiert. Ja, ja, okay. So, warte, hier jetzt wieder. Komm, 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 komm. Ganz schnell. Alles, ja. Nice. Automatische Zielerfassung. Oh Gott, dieses im Weltraum umherfliegen ist nicht meins. Das ist nicht meins, Freunde. Aber ich gebe mein Bestes. Ich beeile mich. Oh, Igitt! Igitt, wo kommst du denn her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das nehmen wir, aber... Munition ist voll. System wird synchronisiert. Okay. So, ja. Hier. Schön ballern. Was? Irgendwas schießt da schon wieder auf uns. Ja. Mann, was ist denn hier noch? Wo? Ey, dieses verdammte Mistvieh hier. Ich glaub's nicht. Okay, okay, komm schon. Wir müssen noch mehr Asteroiden zerbersten. Okay, nice. Abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann zurück zum Schiff. Die AAS-Kanone sitzt überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Das ist schön, dass du das weißt. Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur wieder rein aus dieser Schwerelosigkeit. Oh, schnell. Schnell, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Schnell, schnell, schnell rein hier. Schwerelosigkeit deaktiviert. Gott sei Dank. Hui. Naja. Okay. Naja, das lief doch aber so weit ganz in Ordnung, würde ich sagen. Wir speichern wieder ab. Und können uns dann zurück zu Hammond begeben. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Ziehe abgebrochen, kehre zur Kabine des Captains zurück. Und damit ist Kapitel 4 beendet, ohne Ausweg. Und nun startet Kapitel 5, loyal bis in den Tod. Kehre zur Krankenstation zurück. Okay. Dann tun wir das mal, ne? Warum fahren wir gerade nach unten? Ist das richtig? Ja. Wir müssen doch hier lang, oder? Ich glaube ja.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, nein. Aua. What the hell? Was ist das denn? Was sind das für Headcrabs? Was sind das für den Tag gewesen? What the hell? Was ist denn das jetzt? Und dann geben die Viecher nicht mal was. Schön. Ganz prima. Ich habe nur ein großes Medikit. Aber ich werde es mal benutzen, damit wir wieder volle Energie haben. Okay. Dann raus hier. So, Freunde. Kleiner Cut. Ich weiß, ich soll eigentlich zur Krankenstation. Aber da Hammond so einen komischen Eindruck auf mich macht, dass er vielleicht doch mit der ganzen Geschichte etwas zu tun haben könnte. Vielleicht ist das aber auch einfach nur von Daniels eine Sache, um uns Hammond schmackhaft zu machen, in dem Sinne, dass er vielleicht was damit zu tun hat. Vielleicht ist aber auch Daniels die, die von allen Bescheid weiß. Und das ist gerade so eine falsche Fährte, die hier gelegt wird. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich gehe nochmal in die Kapitänskajüte zurück. Weil Hammond... Okay, er ist definitiv weg. Er ist nicht mehr da. Hammond ist weg. Okay, alles klar. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Was ist das? Masterüberbrückung. Warnung. Mehrere Sicherheitsprotokolle sind fehlerhaft. Einige Bereiche sind möglicherweise unzugänglich. Empfehlung. Erwerb von RIC-Berechtigungen für die Abteilung und Kompilierung der Master-Sicherheitsüberbrückung an dieser Konsole. Master-Sicherheitsüberbrückung. Ich brauche ein paar Rigs der Führungsoffiziere. Die sollten die nötigen Berechtigungen abdecken. Ah, wir haben jetzt Nebenquests bekommen. Ging das vorhin schon? Falls ja, habe ich das völlig übersehen. Okay, wir haben jetzt Nebenquests. Wie krass ist das denn? Damit wir dann die Master-Überbrückungsdings kriegen... sehe ich denn auch, wo die Nebenquests sind? Da ist die Hauptquest. Aber wo ist die Nebenquest? Sieht man das? Da ist ein Master-Überbrückungsraum. Okay, krass. Naja, ich werde mal gucken, wo ich gegebenenfalls den ein oder anderen... die ein oder andere Nebenquest, sage ich mal, bedienen bzw. starten kann, ne? Weil diese Master-Überbrückungssachen sind, glaub ich, schon ganz geil, weil die uns wahrscheinlich nochmal echt geilen Loot geben. Sollten wir also definitiv auf dem Schirm, beziehungsweise definitiv in Betracht ziehen, das zu machen, diese Nebenquests. So, jetzt aber erstmal gucken, wo die Nebenquests denn sind. Okay, Leute, ich habe jetzt mal nachgeschaut, wo wir die zusätzlichen Rigs finden, die ja dafür gut sind, um diese Master-Dinger aufzumachen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Da habe ich jetzt mal nachgeschaut, wo man die finden kann. Einer ist in der Krankenstation, ein zweiter befindet sich in einer Sicherheitstür 3 und einen dritten habe ich tatsächlich noch nicht gesehen gehabt. Okay. Easy peasy. Ja, na klar. Alter, what the hell? Ich hab den doch angeballert. Alter, das gibt's doch nicht. Was hält der denn aus? Schön. Wieder schön Energie verschwendet. Ich dachte, ich bin ja in einem sicheren Raum, wisst ihr, wie ich meine? Und dann das. So, erstmal in den Shop jetzt hier. Da haben wir ja einiges. Ah, hier, Schema eingereicht. Gegenstand kann jetzt... Geil, Anzug Level 3. Neuer Gegenstand zum Kauf verfügbar. Super Symmetriestrahl. Aha. Okay, wir haben einen neuen Anzug und wir haben auch 22 Slots und 10% mehr Rüstung.
20.000, den sollten wir definitiv uns holen. Den verkaufen wir erstmal. Das auch. Und das Goldteil auch. So. Jetzt die Frage, dass man, vielleicht legt man den Ripper erstmal ab, weil viel Munition haben wir dafür eh aktuell nicht. Wir könnten welches kaufen, aber erstmal möchte ich jetzt hier den nächsten Anzug kaufen. Los geht's. Mal sehen, wie der aussehen vermag. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin etwas gehypt und sehr, sehr gespannt. Ich möchte bitte einen schönen Fashion-Anzug. Fashion Clark. Okay. Der hat eine andere Maske. Und hat ein bisschen mehr Metall. Kann das sein? Aber ansonsten sieht er jetzt gar nicht so viel krass anders aus. Ist aber egal, wir haben mehr Slots. Das ist die Hauptsache. Oh, guckt mal, wir haben schön viele Slots. Oh, nice. Das ist wirklich cool. Weil da könnte ich nämlich mal sagen, ich nehme die Laserkanone vielleicht doch mal mit. Wir haben auch nicht mehr viel Munition für das Impulsgewehr. Das fällt mir gerade auf. Also wir müssen irgendwo mal auch noch andere Waffen mitnehmen. Das ist einfach so. Okay, Leute. Gut. Wir machen uns jetzt erstmal zur Krankenstation. Nächster Halt Krankenstation. Chemielabor zurückverfolgen. Halt! Hast du Chemielabor gesagt? Ich kann dich kaum hören! Oh, okay. Ich habe jetzt mal als Nebenmission. Also, ich habe jetzt eine Nebenmission angeklickt, dass wir das Ziel der Nebenmission verfolgen sollen, so rum. Ich bin gerade nicht auf das Wort gekommen, um das ordentlich mal hinzubekommen. Und habe jetzt festgestellt, dass wir das Signal von Nicholas nachverfolgen können. Und so uns jetzt ein gelber Marker hier markiert wird. Was ich ganz interessant finde. Hier haben wir damals das Impulsgewehr bekommen. Von der guten. Okay, ich speichere erstmal ab. Und dann gucken wir mal. Wir sollen ins Chemielabor. Angeblich war da Nicholas sein Rig nachzuverfolgen. Das bedeutet, wir müssen hier rein, hä? Sagt mal, diese ganzen Lampen. War das die ganze Zeit schon so? Irgendwas stimmt doch, oh. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Chemielabor soll da lang. Was denn jetzt? Daniels, die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Leute. Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Was zum Henker. Ich muss eigentlich da rein. Aber der hat nur einen Weg aufgemacht und das ist die Tür. So ein Drecksack. Irgendein Arzt, der wahrscheinlich komplett durchgedreht ist und jetzt hier denkt, er ist sonst wer. Oh, der will jetzt eine Runde Gott spielen oder was? Ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß. Okay.
Ich werde hier nochmal abspeichern. Nur zur Sicherheit, Freunde. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Und dann mal gucken, was der jetzt von uns will. Oh, Alter! Beziehungsweise, wo er uns jetzt... What the hell, was war denn das? Ach, da ist ja noch einer. Schön. Ganz großes Kino. So, da komme ich schon mal nicht rein. Der führt uns auf jeden Fall nur in eine Richtung. Wir können woanders nicht hin. What the hell, was geht denn hier ab? Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Der lockt mit der Nicole ihren... Der lockt mit Nicole wahrscheinlich... Also mit dem Video, was wir gesehen haben, lockt der wahrscheinlich die letzten Überlebenden, die ja irgendwo sich auf der Ishimura versteckt hielten. Lockt der hierher, um an denen rumzuforschen. Diese verdammte Sau. Irgendwas kommt hier. Irgendwas ist hier. Irgendwas scheint hier durch die Lüftung schlecht. Oh Gott. Ich hab's ja gesagt. Ich hab ja gesagt, dass hier irgendwas durch die Lüftungsschlitze läuft und kreucht und fleucht. Wer kotzt denn hier? Ist hier auch noch einer. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Hier ist irgendwas runtergefallen. What the hell? Was ist das denn? Oh Gott, was hat er denn gemacht? Was ist denn mit dem Arzt nur? Ich will es töten, bevor es Eier legt. Oh Gott, shit. Alter, wie viele der von den Dingern macht. Aber ich kann es nicht töten, oder? Ach doch, ich muss den seine kompletten Arme... Alter, diese kleinen Necromorph-Biester. Ich muss den seine kompletten Arme abschießen. Wow, dann kriege ich 25 Impulsgewehrmunition. Das hat sich ja richtig gelohnt für das, was ich gerade verballert habe. Observationsraum? Hier liegen jetzt auch wieder neue Gegenstände. Interessant, hier liegt ein Audiolog. Patientenprotokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CDC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Gewebe-Regeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Boah, krass. Der hat die Leute echt betrogen und hat an den Tests durchgeführt, etc.
und hat dann so getan, als ob er ein ganz normaler Arzt ist, der hier einfach nur Menschen retten will. Alter, so eine Drecksau. Dafür sollten wir ihn definitiv irgendwie eine Kugel ins Hirn jagen. Okay, wir sind in einem neuen Bereich der Krankenstation. Irgendein Kellerbereich. Was haben wir hier? Credits. Und hier ist irgendwas Großes abgestürzt. Da hinten ist eine Sicherheitsstufe 3 Tür. Und hier können wir irgendwas öffnen. Ah, das ist die Tür. Alles klar, wieder ein bisschen Shortcut-mäßig was freigeschalten. Alright, dann mal hier rein. Ich sag doch, der hat das benutzt. Überlebende kommen bitte zu uns. Oder steckt sie mit dem unter einer Decke? Oh nein, was forscht der denn hier? Das wäre natürlich noch die absolute Krönung, wenn sie da mit drinne steckt. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Was? Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelt. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Dieses verdammte Dreckschwein. Oh shit. Oh shit, was bist du denn? Oh shit. Schön den... Oha. Oha. Ist das Vieh trotzdem noch schnell? Jo. Stirbt es? Ach du Scheiße! Das regeneriert sich immer wieder selbst! Wohin hin? Oh nein! Wohin? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein!
Was? Wo? Komm schon! Oh, Scheiße! Also, Nikons Übertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Es muss das von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Okay, Freunde, das reicht für diese Folge. Das war genug Action. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich selbstverständlich wieder eure netten Worte in die Kommentarsektion reinspammen. Ich danke, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und ciao, ciao.